sind hier an der Tierärztlichen Hochschule Hannover im Institut für Tierernährung. Mein Name ist Florian Lohkamp, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier und wir befinden uns gerade in einem Schweinestall, einem unserer Versuchsstelle. Wir untersuchen hier unterschiedliche Fragestellungen mit tierernährerischem Hintergrund, überwiegend bei Nutztieren, Schwein und Geflügel. Ansonsten beschäftigen wir uns aber auch noch einerseits mit der Lehre und andererseits mit der Analytik von Futtermitteln, beispielsweise von Landwirten oder von Tierärzten bei Problemfällen eingeschickt. Uns Tierernährer interessiert ja auch neben der Futteraufnahme die Wasseraufnahme und mit Hilfe des Acerba-Systems sind wir in der Lage, individuell, das heißt von jedem Tier, die tägliche Wasseraufnahme zu erfassen. Und darüber hinaus bietet dieses System auch noch den Vorteil der automatischen Gewichtserfassung, sodass wir auch individuelle Körpermassen erfassen können. Wir haben uns für das Acerba-System entschieden, einmal weil wir so Daten auf individueller Ebene bekommen können. Heute ist die Einzeltierhaltung ja nicht mehr so gewünscht und gerade bei Forschungsstudien können wir so Tiere in einer Gruppe halten und können dann trotzdem ermitteln, welches Tier wie viel Futter aufgenommen hat. Eine häufiger vorkommende Fragestellung ist, was fressen die Tiere bevorzugt, und mit den Acerba-Stationen sind wir in der Lage, vier unterschiedliche Futtermittel anzubieten und kriegen dann Daten auf individueller Ebene.